willkommen zu einem neuen Lick of the Week hier bei der New Music Academy. Schön, dass ihr da seid. Danke für eure Aufmerksamkeit. Es lohnt sich, denn ich habe euch wieder eine interessante Akkordfigur mitgebracht. Es geht um Blues, es geht um Mollblues und genauer gesagt um eine 2-5-1-Verbindung, die ihr in Mollblues-Zusammenhängen, wie jetzt hier in der Tonart A-Moll, einsetzen könnt. Schaut euch an, wie es gespielt wird. Der erste Akkord ist ein Bm7b5-Voicing mit den Tönen B, F, A, D. Das ist ein ganz gängiges, wichtiges Voicing für halbverminderte Akkorde. Es folgt ein E7 in einer ganz einfachen Grundform mit den Tönen E, Gis, D, E. Und das Ganze löst sich auf, erstmal in einen dreistimmig gespielten A-Moll-Dreiklang mit den Tönen A, C, E. So, jetzt wird es interessant. Jetzt kommt eine Akkordfigur über A-Moll mit A-Moll, zwei Bünde höher B-Moll, ein Bund höher C-Dur und wieder zurück B-Moll, A-Moll. So, neben dem letzten Takt wird der A-Moll vierstimmig. Wir nehmen den Barré-Finger hier noch über die hohe E-Seite mit dem hohen A als Top-Note. Okay, nochmal die Chords im Schnelldurchgang. B-Moll 7, B5, manchmal auch B-Halb vermindert genannt, E7. Und dann eine Akkordfigur über A-Moll mit A-Moll, B-Moll, C-Dur, B-Moll, A-Moll vierstimmig. So, jetzt schauen wir uns an, wie das Ganze angeschlagen wird. Wir spielen Achteltriolen in einem langsamen Tempo. Die Zählweise 1 und 2 und 3 und 4 und. Ich würde euch empfehlen, diese Anschlagrichtung zu verwenden. Ab, 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 auf, 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 ab, 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 auf, auf, auf. Okay, das war ein Takt vom Bmoll 7, B5 Akkord. Das gleiche passiert auf dem E7. So, jetzt spielen wir jeden Akkord mit drei Achteltriolen von der A-Moll-Phrase hier. Also A-Moll, B-Moll, C-Dur, B-Moll und jetzt den A-Moll vierstimmig mit dem kompletten Pattern. Okay, das Ganze nochmal im Zusammenhang, schön langsam und... vierstimmig. Noch mal etwas schneller. So, im musikalischen Ernstfall könnt ihr das Ganze noch etwas deftiger artikulieren, man kann dann ruhig die Slides zwischen den Chords hören und am Ende könnt ihr auch gern einen Fill auf A-Moll machen. Das kann dann so klingen. Thank you.